heute aus Hamburg, Flaschenprosting, nicht Flaschenposting, denn es gibt für Big Point etwas zum Anstoßen. Und ich bin gespannt, wer gleich kommt. Die netten Damen von Empfang haben das gerade für uns geregelt. Eigentlich hätten wir den Termin mit der PR-Abteilung abstimmen müssen. Haben wir nicht. Und jetzt gucken wir, was daraus wird. Vielen Dank. Wer seid ihr und was macht ihr hier bei Big Point? Mit der Dame zuerst. Ich bin Henrike Berg, ich bin Junior PR-Managerin hier bei Big Point. Ja, und genau, bin zuständig für schwerpunktmäßig interne Kommunikation. Okay. Und du, Max? Ich bin Nils-Holger Henning, ich bin der CCO bei Big Point und bin seit 6 Jahren hier und kümmere mich um Preise, Kommunikation, alles, was dazu gehört. Und ihr nehmt uns jetzt mit in euer Unternehmen rein? Wir nehmen euch natürlich mit. Das ist sehr nett, dass das so spontan geht. Also, dann machen wir uns auf den Weg. Preiswand. Ja, welcher wird dann aussortiert oder kriegen wir einen extra Kasten? Also ihr seht ja, es gibt den ganz besonderen Platz da oben. Da haben wir noch 2 frei. Oder wir sortieren einen aus. Wir schauen mal. Also, ich freue mich, dass die Sonne scheint zur Preisverleihung und dass ich endlich ballastlos werde. Denn jetzt kommt die offizielle Verleihung. Big Point ist ihr. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Super, ihr seid Startup des Jahrzehnts geworden, seid von der Jury benannt worden, von Gründerszene. Und ich überreiche dir jetzt mal stellvertretend den Preis. Ja, ich habe euch auch noch ein Bier jeweils mitgebracht, weil eigentlich heißt der, könnt ihr vielleicht später ja auch anstoßen oder jetzt, wie ihr mögt. Eigentlich heißt ja die Serie, wo wir Hamburger Startups vorstellen, Flaschenposting. Heute Flaschenprosting, weil es ja tatsächlich einen Grund zum Anstoßen gibt. Und vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir haben schon gehört, viele bekannte deutsche Gesichter der Gründerszene haben uns gewählt. Nochmal einen ganz lieben Dank an alle für eure Stimme. Ja. Worauf bist du besonders stolz? Ja, gerade die Nachhaltigkeit von der Firma. Und ich glaube, was Big Point auszeichnet, sind die Innovationen und ist der Gedanke, immer was nach vorne zu treiben. Und ich sag mal, nicht ein Geschäftsmodell aus den USA zu kopieren. Wir haben es nochmal auf den anderen Weg gemacht, haben uns selber was erdacht und sind in die USA gegangen und sind halt weltweit erfolgreich. Und das als Unternehmen, was die Wurzeln in Deutschland hat. Mhm. Genau, Joel hatte ja euren Geschäftsführer vor einigen Wochen schon mal auch zum Businessmodell und so weiter interviewt. Deswegen gehe ich an dieser Stelle da gar nicht so stark noch drauf ein. Mich würde mal interessieren, warum ist Hamburg für Big Point eigentlich so spannend? Ich denke einmal natürlich, weil unser Gründer und CEO Heiko Huberts hier aus der Ecke kommt. Hamburg ist ja auch ein Standort, der sich zum Bereich Internet immer weiterentwickelt. Google sitzt hier, ganz viele Internetfirmen sitzen hier und ich denke, das ist ganz spannend, da auch in der Mitte zu sein irgendwo. Siehst du noch andere Faktoren? Also warum ist Hamburg spannend für Big Point? Ich glaube, Hamburg hat in Deutschland die Gaming-Gründerszene vereint. Also die meisten Games-Unternehmen, man könnte jetzt viele Wettbewerber nennen, die ich jetzt nicht benenne, euer Preis. Sind in Hamburg ansässig. Also wenn man mal guckt, es gibt in Hamburg eine Initiative, die heißt Game City Hamburg, da passiert einiges. Das heißt, der Senat, die Stadt sind alle interessiert, möglichst neben Hafen und den klassischen alten Handelsindustrien eine Internetindustrie hier anzusiedeln. Und insbesondere fängt das mit der Gaming-Industrie an. Das sind so die Treiber, dann wie Henrike gesagt hat, wir haben Facebook hier, wir haben Google hier, wir haben Xing hier, also die großen Treiber aus dem Internet sind in Hamburg ansässig. Wir haben die Nähe zu Berlin, was für uns super wichtig ist. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter von Berlin. Wir haben ein Büro in Berlin und gerade durch den ICE sind Berlin und Hamburg innerhalb von 1,5 Stunden bestens verbunden. Das hast du nicht, wenn du in München bist, in Köln bist oder woanders bist. Okay. 500 Mitarbeiter, sagtet ihr vorhin, ne? Das ist richtig, ne? Ja, also hier am Standort ungefähr sogar ein bisschen mehr und dann natürlich noch die internationalen Standorte. Ja. Mich würde mal interessieren, und ihr beide seid ja in der Kommunikation tätig, wie schafft man dann überhaupt sowas wie Wissenstransfer oder Kommunikation, ne, bei so einem großen Unternehmen? Wie regelt ihr das? Wie versucht ihr zum Beispiel die Unternehmenskultur zu modellieren? Ganz spezielles Thema, deswegen haben wir auch Henrike an Bord. Ja. Seit wann bist du an Bord? Ich bin seit Mitte April hier bei Big Point. Also ein ganz wichtiges Thema, was wir haben, ist die interne Kommunikation. Einerseits, gerade wenn es um die ausländischen Standorte geht, wie zum Beispiel USA, haben wir so ein Mitarbeiter-Rotations-Austauschprogramm, dass wir immer wieder Deutsche haben, die in die USA fliegen, Amerikaner, die nach Deutschland fliegen und das passiert jeden Monat. Also insofern haben wir schon so eine Art Transfer der eigenen Leute. In Berlin ist es ein bisschen einfacher, habe ich gerade gesagt, durch die Nähe haben wir es auch mal so, dass unsere Hamburger ein paar Tage in Berlin sind, die Berliner ein paar Tage in Hamburg sind, was ganz ohne Probleme klappt. Da machen
haben wir sehr viel im Austausch. Wir machen gemeinsam Events. Wir hatten zum Beispiel, gab es in Brasilien einen besonderen Feiertag. Das heißt, an all unseren Standorten gleichzeitig gab es Cocktails. Mhm. In Brasilien, in San Francisco, in Hamburg, und wir hatten Cocktailbars entsprechend aufgebaut. Das Gleiche machen wir auch mit, wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag so ein Mitarbeiter-Event, wo alle Mitarbeiter Bier und andere Getränke kriegen, sich zusammenfinden. Das machen wir dann standortübergreifend. Henrike koordiniert das alles über das Intranet mit Bildern und versucht so die einzelnen Mitarbeiter zu vernetzen. Und vor allen Dingen, das Wichtige ist, glaube ich, gar nicht der Wissenstransfer formal, sondern das Zwischenmenschliche zu transportieren, und das klappt nur so. Ich habe schon gesehen, bei euch im Fahrstuhl sind ja die Mitarbeiter, also auch selbst da sind sie vom Wissenstransfer nicht verschont und von der Kommunikation. War das deine Idee eigentlich? Nee, das war nicht konkret meine Idee. Wir haben die eigentlich gemeinsam entwickelt, zusammen auch mit der Geschäftsführung, dass das ja eigentlich ein Platz ist, an dem sich solche Informationen sehr gut platzieren lassen. Erzähl nochmal kurz, was da alles ausgespielt wird. Da sind einmal unsere Brown Mags drauf, das sind Technik-Meetings, die für viele Mitarbeiter relevant sind. Da sind aber auch die aktuellsten wirklichen Corporate Company News drauf. Da sind Reminder drauf für eben diese Events, die gerade genannt wurden, wie zum Beispiel unsere Halloween-Party oder ein Fest in Brasilien. Mhm. So, dass eben ja die Mitarbeiter da auch immer nochmal drauf aufmerksam gemacht werden. Habt ihr jetzt nochmal so als gestandenes, gar nicht mehr Startup eigentlich, ne, aber habt ihr da einfach nochmal Tipps für andere Startups, die gerade stark dabei sind zu expandieren und auch international zu werden? Also was ist wirklich essentiell, damit die Unternehmenskultur irgendwie erhalten bleibt und damit die Kommunikation im Fluss ist? Weil das scheint mir doch ein großes Problem in der Startup-Welt irgendwie zu sein, ne, weil die einfach so stark wachsen oft. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, in der Wahl der Mitarbeiter, Mitarbeiter zu nehmen, die die Leidenschaft mitbringen und nicht nur Mitarbeiter zu wählen, die die tollen CVs haben. Mhm. Denn Leidenschaft und wirklich eine Begeisterung für das Thema, das ist das, was am Ende zählt. Okay. Vielen Dank für diese Information. Ich hoffe, ihr findet noch einen schönen Platz für diesen Preis. Nein. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Danke. Dankeschön.